wunderschönen guten Morgen, Meister, guten Abend und einfach Moin und Herz. Einen wunderschönen guten Morgen, Meister, guten Abend und einfach Moin Moin und herzlich willkommen zu Neu in der Sammlung für den Monat August. Wie üblich ein bisschen spät bei mir, also bei mir kommt das nicht sofort Ende des Monats, aber ich glaube, das ist auch schon eine Tatsache, da habt ihr euch so langsam drauf eingestimmt. Was ja mitunter auch damit zusammenhängt, dass meinetwegen jetzt das rein zeitlich gesehen, wie ich das aufnehmen kann und wann ich es hochladen müsste, dass auch Montag kommen müsste, aber der Montag ist reserviert für Nostalgie. Dementsprechend habe ich dann, ist das auch so, dass ich dann nicht sage, Montag ist Nostalgie und auch weil es zeitnah kommen muss, mache ich Dienstag neu in der Sammlung. Nein, bei mir ist immer ein paar Tage dazwischen, je nachdem wie viele Videos ich machen will. Wenn ich drei Videos die Woche machen will, habe ich Montag Nostalgie, Mittwoch ein Video, Freitag ein Video. Wenn ich nur zwei Videos machen will, mache ich immer Montag Nostalgie und Freitag ein anderes Video. Dementsprechend nur, dass ihr da mal meinen Rhythmus gehört habt. Die Ausbeute für diesen Monat ist nicht extrem üppig, aber ganz ansehnlich, wie ich finde. Ich fange, wie üblich, damit die Leute nicht abschalten, danach mal mit den DVDs an, beziehungsweise Blu-Rays. Jeweils eine Blu-Ray und eine DVD. Und zwar einmal, zum ersten haben wir da, den neuen Tomb Raider Film. Mit Alicia Vikander. Ja, was soll ich zu dem Film sagen? Den habe ich ausnahmsweise schon mal gesehen. Beziehungsweise eigentlich habe ich ihn, glaube ich, am gleichen Tag geguckt, wie ich die gekauft habe. Ich habe gedacht, irgendwann muss der ja mal in die Sammlung wandern, aber er ist ganz nett. Aber irgendwie kann er mich nicht überzeugen. Ich kann das nicht so richtig in Worte fassen. Ich fand die Idee ganz witzig, wie es begonnen hat. Ich meine, ich kann ja auch nicht so groß drüber sprechen, ohne dass man das vielleicht spoilert. Also ich sag mal so, der kostet jetzt, glaube ich, inzwischen irgendwie 10 Euro oder sowas. Da kann man sich für das Geld definitiv geben. Ich ärgere mich aber jetzt im Nachhinein nicht, dass ich nicht im Kino war. Insofern ganz praktisch. Und dann habe ich mir, weil der im Fernsehen lief und der so Banane war, habe ich mir eine DVD gekauft. Die ist jetzt noch eingeschweißt, weil ich ihn halt kürzlich im Fernsehen gesehen habe. Aber ich habe gedacht, da hast du Bock drauf, das in der Sammlung zu haben. Nämlich eine Leiche zum Dessert. Mit, wie hieß er denn? Gott, oh Gott, hier mit dem... Meint ihr, mir wird der Name einfallen? Peter Falk, genau. Sind auch sonst einige bekannte Sichter. Und das ist halt eine Krimi-Komödie. Also eigentlich würde ich das nur eine Komödie nennen. Die richtig klischeehaft synchronisiert ist. Und richtig albern aufgezogen. Ich glaube auch im Englischen ist er ganz cool. Das ist ein Kultfilm, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Irgendwie 1900, irgendwas in den 70ern, glaube ich. Das kann man auf den ja irgendwie sowieso nie erkennen. Aber... Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Gibt es, glaube ich, auch gar nicht als Blu-ray. Murder by Death heißt da im Originaltitel. Aber hatte ich Bock, mal einfach mir in die Sammlung zu stellen. Das hat, ich weiß nicht, was der gekostet hat. Keine Ahnung. Von dem, was ich weiß, was es gekostet hat, ist der nächste Freund, den ich in die Sammlung halte. Wenn wer von euch auch beim Animatiker zuguckt und beim Finchy, der wurde ja leider schon gespoilert, dass ich den Kollegen auch gekauft habe. Wer bei den Kollegen nicht guckt oder nicht aufmerksam zuhört, wird jetzt nicht wissen, dass ich auf der Gamescom mir eine Figur gekauft habe, die von 50 auf 25 Euro reduziert war. Da habe ich dann doch auch noch zugegriffen, nämlich dieser gute Freund hier. Ich habe mir die First for Figures Crash Bandicoot Statue geholt. Ich besitze nun keinen tollen Drehteller, deswegen drehe ich ihn jetzt hier mal für euch. Findige Zuschauer werden den vielleicht im Vlog schon gesehen haben, weil ich hier durch die Gegend gewippt bin, weil der gute Kollege steht jetzt hier. Wie gesagt, für 25 Euro auf der Gamescom bei dem First for Figures Figured. Bei dem First for Figures Stand konnte ich nicht Nein sagen. Da sind wir dann mit drei Leuten hingeströmt, alle drei den Crash Bandicoot gekauft und ja, freuen uns des Lebens. Die Verpackung habe ich tatsächlich schon zerstört und weggeschmissen, weil ich fange jetzt nicht mehr an, irgendwelche Verpackungen zu sammeln, wie alles in Verpackung hinzustellen. Erstens spiegelt das, weil da ja Folie drauf ist, und zweitens nimmt es nur Platz weg. Denn, weil ich von der PlayStation 4 nur ein einziges Spiel habe, beginnen wir einfach mal damit. Das habe ich mir für, jetzt muss ich lügen, 20, 25 Euro, ich glaube 20 Euro sogar nur gekauft und auch schon den ersten Teil angefangen. Leider in der Standard-Edition. Aber gut, zum Spielen reicht es. Die Rede ist von Uncharted The Nathan Drake Collection. Sprich die HD-Aufpolierung von Uncharted 1 bis 3. Weil ich Uncharted 4 habe ich ja durch.
Ja, damit habe ich die Reihenfolge nicht eingehalten, aber das sei ja mal dahingestellt. Und dementsprechend habe ich jetzt mit Uncharted 1 hier in dieser Collection angefangen. Ich denke, zu Uncharted muss man keinem wirklich was erzählen. Das ist, wie gesagt, eine leicht aufpolierte Version. Ich war gerade ein bisschen irritiert. Man macht das auf und es begrüßt einen der Zettel von Uncharted 4, aber das ist nur Coming 2016. Uncharted 4 ist auch schon 2 Jahre alt. Halleluja. Bin ja gespannt, Naughty Dog arbeitet ja aktuell an The Last of Us 2. Ich bin mal gespannt, was sie noch so machen. Ob die noch irgendwas Neues jetzt erfinden, ob sie doch nochmal Uncharted. Ach ja, da kam ja noch Lost Legacy danach, aber da steht dann irgendwann danach aus. Auf jeden Fall Uncharted 4 für die PlayStation 4. Das einzige PlayStation 4-Spiel. Und jetzt kommt eine Handvoll Spiele, genau genommen 6 Spiele für die PlayStation 1. Unter anderem ein Spiel, das ich für 39 € bekommen habe. In der NTSC-Fassung, in der englischen NTSC-Fassung, japanisch sehe, glaube ich, noch ein bisschen schick aus, aber das ist dann doch ein bisschen kacke. Vielleicht will ich es ja doch nochmal spielen. Ein Spiel, das ein netter Kollege von mir immer gerne haben möchte, der es jetzt aber nie feststellen wird, weil er es ja nicht guckt. Nämlich The Legend of Dragoon. In diesem Fall halt in der Greatest Hit-Variante NTSC US. Ich habe ja in der letzten neuen Sammlung, habe ich ja, glaube ich, gesagt, dass ich mir eine PlayStation 1 mit Chip besorgt habe, um NTSC-Spiele zu kaufen. Und das ist tatsächlich so die deutsche Variante. Da zahlt man, glaube ich, ab 50 € aufwärts. Und das habe ich jetzt für 39 bekommen, glaube ich. Ich überlege noch mir einfach, weil das ist ja so, wenn ihr die CDs anguckt, da steht ja nichts von Greatest Hits. Und auch das Booklet verrät nichts von Greatest Hits und sowas. Da überlege ich halt, ob ich mir einfach das. Obwohl, das Heckcover brauche ich ja noch nicht mal wirklich. Ob ich mir das Frontcover nochmal neu drucke, mir das Original nachdrucke und das da einlege, muss ich mal schauen. Ist jetzt nicht so ultra wichtig, weil effektiv sieht man das also ja sowieso so im Regal. Auf jeden Fall hat zumindest bei Seppi einen größeren Stellenwert als Final Fantasy. Ich habe es nie extrem weit gespielt. Ich weiß, ich habe es früher gespielt. Deswegen insofern auch legitim, dass ich ja wieder gekauft habe. Ihr wisst ja, aktuell kaufe ich überwiegend Spiele, die ich selber schon mal gespielt habe. Wobei hier gleich auch noch eine Ausnahme bei sein wird. Aber ich habe es nie sehr weit gespielt. Und wann ich es weiterspiele, man wird es sehen. So, dann kommen 1, 2, 3 Rennspiele, mit denen ich, naja, zumindest mit 2 davon verbinde ich nostalgische Gefühle in Anführungsstrichen, weil ich weiß, dass ich die früher gespielt habe. Und das erste davon wäre Tokar Touring Car Championships. Das war so früher so, was soll man sagen, ich würde sagen, so Mitbewerber von Gran Turismo, aber nicht so wirklich, weil es eigentlich ein, ja, wie heißen die denn? DTM quasi, Deutsche Tourenwagenmeisterschaft, also ist halt nicht deutsch, aber sowas in der Art, ganz normale Autorennen. Und vorgegebenen Kurs. Ich weiß gar nicht, ob die offiziell lizenziert sind. Das habe ich jedenfalls früher auch gehabt. Ist jetzt nicht der super Zustand. Also, ich sag, was heißt super Zustand? Der Zustand eigentlich, oh, die CD kriegt man kaum raus. Ist immer die Anleitung dabei und sowas. Aber die Hülle vorne ist halt ein bisschen zerkratzt, was ihr wahrscheinlich mit dieser Kamera gar nicht seht. Aber das ist ja halb so wild. Spielbar ist es. Das mit dem nächsten verbinde ich auch Nostalgie, auch wenn ich das nie weit gespielt habe. Zum Glück auch kein Platinum. Alles komplett. CD, fettes Booklet dabei. Ist jetzt rausgekommen oder kommt demnächst ein vierter Teil für die PlayStation 4? Und zwar ist die Rede vom ersten V-Rally für die PlayStation 1. Auch das habe ich früher ganz gerne gemocht. War aber immer schon so ein Spiel, das ich eigentlich immer nur mal kurzzeitig eingeworfen habe, um da so ein, zwei Runden zu drehen, weil ich es nie geschafft habe, Bestzeiten zu schlagen oder so. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, das ist auch wirklich so einer. Also, es ist also offensichtlich nicht nur einer, wo man alleine fährt, weil man hier sieht, dass da auch mehr als einer auf der Strecke unterwegs ist. Also ist wohl eher so arcadig gedacht. Ist auch die Championship Edition. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine normale Version davon gab, aber ich kenne irgendwie immer nur die Championship Edition. Und das, wie gesagt, auch unter dem Aspekt damals schon besessen, jetzt wieder in die Sammlung einverleibt und habe da irgendwie gute Erinnerungen dran. Wovon ich jetzt nicht weiß, ob ich exakt diese Version hatte, weil es quasi wie mit FIFA jedes Jahr eine Variante gab. Ist mit einem ganz tollen Aufkleber von Theo Kranz Games, ist Formel 1 für die PlayStation 1. Irgendjemand hat mir gesagt, ein Formel 1 Spiel für die PlayStation 1 muss man besitzen und ich besaß bisher tatsächlich keins. Das habe ich jetzt nachgebessert. Ich weiß früher, dass ich mit Sicherheit auch irgendwas Formel 1-mäßiges gespielt habe. Allerdings könnte ich jetzt nicht
hundertprozentig festlegen, ob ich das auch wirklich auf der PlayStation 1 gespielt habe oder eher auf PC, weil ich habe so World Grand Prix und wie die so hießen, auf dem PC gespielt. Ich weiß aber tatsächlich nicht hundertprozentig, ob ich für PlayStation 1 Formel 1 gespielt habe. Und wenn, dann wahrscheinlich eher so 97, da ist dann irgendwie Mika Häkkinen und sowas, oder wie die hießen, auf dem Cover. Und hier ist ja noch gar nichts auf dem Cover. Wäre mal interessant reinzugucken, allein schon, um rauszufinden, welches Jahr das ist und welche Fahrer da so aktuell waren. So, kommen wir weg vom Autorennen zu einem, bestimmt zu einer grottigen Filmversoftung. Der Film ist schon, ja, Kult, Trash, gut, würde ich sagen. Wahrscheinlich würden mir da schon einige widersprechen. Von dem Spiel weiß ich noch gar nichts, aber ich wollte es immer mal ausprobiert haben. Und zwar das fünfte Element, beziehungsweise the fifth Element. Leider auch Value-Serie, aber zumindest ist es im Regal nicht Silber. Hier kann ich tatsächlich gar nichts, noch gar nichts zu sagen, außer dass es halt auf dem Spiel basiert mit Bruce Willis. Ich bin gespannt, ob sie ihn hier auch rangekriegt haben, den, ja, wie heißt der Deutsche, dass sie, ob sie den deutschen Synchronsprecher rangekriegt haben. Wahrscheinlich ist das so ein bisschen Third-Person-Shooter, vermute ich mal, oder Action-Plattformer, man wird es sehen. Das war, wie gesagt, quasi blind, wobei ich da zumindest weiß, auf was es basiert. Und das nächste Spiel ist komplett blind. Das hat einfach irgendwie, hat hier jedes Spiel nur 5 € maximal gekostet. Deswegen habe ich auch hier bei einem Warner Brothers Spiel mit einer Tiny Toon Lizenz einfach mal zugegriffen, auch wenn ich nicht weiß, was mich da erwartet. Nämlich Thunenstein Geisterstunde. Genau, habe ich 30 Mark für bezahlt. Nein, ihr seht, das hat tatsächlich mal 30 Mark gekostet. Wohl. Und das weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was das für ein Spiel ist. Aber es ist mit Looney Tunes Lizenz. Findet 36 irrsinnige Maschinen, aktiviert sie. Unzählige Kommentare von Plucky und Hampton sorgen für Spaß. Wunderschöne gerenderte 3D-Umgebung im Comic-Stil. Erkunde mehr als 17 Räume in Elmiras verschwundener Villa. Verschwungener. Was? Verwunschener Villa. Ja, das war so ein kompletter Blindkauf, aber das hat irgendwie, ich glaube, ich lasse mich lügen, 3 € gekostet. Dementsprechend konnte ich da nicht dran vorbeigehen. Jetzt ist hier zwar die Hülle so schön toll, hier was mit beklebt und da was mit beklebt, aber vielleicht befasse ich mich irgendwann da mal damit, alle so von solchen Flecken und sowas zu beheben. Naja, holen wir den nochmal raus, um euch den ganzen Stapel darzubieten. Denn das war jetzt so die Ausbeute. Alles, was ihr dazu zu sagen habt, dürft ihr gerne in den Videokommentar hauen. Ich sage gleich, September kommt ja das nächste. 9er Sammlung fällt wahrscheinlich gefühlt zumindest finanziell üppiger aus. Spieletechnisch jetzt nicht so extrem viel, aber man muss ja auch nicht völlig eskalieren. Und ihr seht ja vielleicht, ich bin so ein bisschen, ich nehme jetzt ja eben schon immer so die Filme mit rein. Figuren, mal alles, was so ein bisschen Gaming-Nerd bezogen ist. Und ich fokussiere mich ein bisschen so auf PlayStation 1, PlayStation 4, manchmal auch PlayStation 2, obwohl ich da momentan die Finger von lasse, wobei man für PlayStation 2 echt viele günstige Spiele bekommt. Naja, in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen oder Zuhören, je nachdem, wie ihr meine Videos so konsumiert. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.